Willkommen hier auf meinem Kanal, und zwar mit dem schönen Wetter gibt es wieder einen Afterpatch, und zwar zum GIF-Cast-to-Friends-Glitch. Ihr könnt den GIF-Cast-to-Friends-Glitch überall machen, müsst euch allerdings verglitschen, ist aber überhaupt kein Problem. Das funktioniert wirklich sehr, sehr einfach und geht wirklich richtig schnell. Wie das Ganze jetzt funktioniert, zeige ich euch jetzt hier in diesem Video und wir sehen uns gleich wieder. Um den Glitch überhaupt machen zu können, braucht ihr natürlich erstmal Voraussetzungen. Die sind wie folgt, und zwar braucht ihr eine MUC mit dem Lager für persönliche Fahrzeuge in eurer MUC drinne. Das ist der Stellplatz für $195.000. Danach braucht ihr einmal den markierten Job, und zwar den God Mode Job. Der nennt sich Coffee, diesen findet ihr in der Beschreibung. Einfach markieren, und danach braucht ihr noch eine MK2, die in eurer MUC bereits drinne steht. Ebenfalls braucht ihr noch ein Fahrzeug, das ihr nicht mehr braucht, und dann können wir auch schon hier unsere MUC einmal anfordern. Wenn wir das Ganze getan haben, warten wir, bis diese MUC angekommen ist, und fahren die am besten vorne zum Parkplatz. Der Freund fordert ebenso seine MUC an und stellt diese auch hier irgendwo hin, völlig egal wo, und dann steigt ihr einmal aus eurer MUC. Der Freund fordert jetzt das Fahrzeug an, das ihr haben möchtet. Das ist komplett egal, was für ein Fahrzeug. Es gehen auch Flugzeuge, normale Fahrzeuge und Spezialfahrzeuge. Das einzige, was nicht geht, ist ein Flackernhänger. Da braucht ihr nämlich eine dritte Person dafür. So, der Freund hat das Fahrzeug hingefahren, gehen wir jetzt einmal in unser Penthouse, denn wir müssen uns jetzt hier einmal verglitschen und schalten hier die Jobs einmal auf Einblenden. Wir sehen auch hier schon unser gelber Kreis. Dort gehen wir am Ende des Kreises, dass wir die Telefonservice-Meldung bekommen, und spammen hier die Pfeiltaste rechts einmal durch. Wenn wir das getan haben, halten wir jetzt, sobald wir gespawnt sind, das Interaktionsmenü gedrückt, die ganze Zeit gedrückt halten. Und dann werdet ihr auch schon mit dem Interaktionsmenü an das Telefon zurück teleportiert. Hier spammt ihr Pfeiltaste nach unten, so lange bis ihr laufen könnt mit dem Interaktionsmenü, und dann geht ihr mit dem Interaktionsmenü einmal zum Ausgang. Das Interaktionsmenü hier einmal schließen und auf Casino drücken, ein bisschen zurückgehen, nochmal an die Tür und hier einmal auf Penthouse verlassen. Wir spawnen vor dem Casino und gehen jetzt in das Casino einmal rein. Dann verglitscht sich das Ganze, und jetzt sollte wie folgt etwas passieren, und zwar solltet ihr gleich mit eurem Charakter durch die Map fallen, und zwar sollte der Hintergrund auch währenddessen flackern. Wenn das Ganze nicht so ist und ihr spawnt im Casino drinne, dann einmal GTA neu starten, hat das Ganze nicht funktioniert. Ihr fliegt aber jetzt durch die Map, einfach hier warten, bis ihr gespawnt seid, und dann fordern wir jetzt hier einmal unsere MK2 aus der MUC an. Wenn wir das Ganze getan haben, dann suchen wir einmal ein Straßenfahrzeug, denn wir brauchen dieses Straßenfahrzeug jetzt auch, und fahren vorne an unsere MUC damit. Wir steigen einmal aus dem Straßenfahrzeug aus, suchen unsere MK2, die hier irgendwo auf den blauen Parkplätzen stehen muss, und dann fahren wir mit der MK2 in die Nähe von unserer MUC. Wir müssen als allererstes jetzt Folgendes machen, und zwar fahren wir jetzt das Straßenfahrzeug Press gegen unser Anhänger von der MUC, entweder rückwärts oder von vorne, das spielt keine Rolle. Und dann steigen wir einmal aus. Steigen ebenso jetzt einmal wieder zurück in die MK2, denn jetzt wie beim letzten GIF-Cast-to-Friends-Glitch müssen wir jetzt in unsere MUC reinfahren. Das heißt, wir fahren hier einmal auf das Fahrzeug, drücken Pfeiltaste rechts und dann das Interaktionsmenü einmal öffnen und das MK2 ganz wichtig einlagern, sonst wird es danach gelöscht. Das ist wirklich ganz wichtig, und jetzt fordern wir das Fahrzeug an, was wir nicht mehr brauchen. MC-Präsident geht nicht, wie ihr jetzt gerade gesehen habt, deswegen müssen wir es über das Handy machen, über den Mechaniker, dort am besten ein Elegy anfordern, der kann man ja jederzeit wieder neu kaufen, das spielt ja keine Rolle, ob dieser gelöscht wird, und wenn dieser jetzt gleich gespawnt ist, am besten hier auf der Karte einmal schauen, wenn dieser gespawnt ist, können wir auch schon den letzten Glitch vom GIF-Cast-to-Friends machen. Der Elegy ist gespawnt, dann begibt sich der Freund jetzt in seine MUC rein und wir steigen in das Fahrzeug ein, das wir haben möchten. Unser Freund lädt uns jetzt ganz einfach in seine MUC. Die Einladung treten wir ganz einfach bei, und nun bekommen wir jetzt hier einen unendlichen Black Screen. Dieser wird nicht verschwinden, der einzige Weg, um dort rauszukommen, ist ein Bot beizutreten, den Bot findet ihr in der Beschreibung. Das Ganze geht auch mit der PS5 und mit der PS4 als auch mit der Xbox, einfach diesen Bot beitreten, entweder mit X durchspammen oder hier nach der Zielmodusmeldung ablehnen, das spielt keine Rolle. Einfach am besten hier durchspammen, alles mit X bestätigen, auch die Privatmeldung. Und sobald wir jetzt hier wieder gespawnt sind, lädt uns der Freund in seine MUC ein, denn anders können wir jetzt hier auch nicht raus. Und wenn wir das Ganze getan haben, treten wir dieser Einladung erneut bei und kommen dann auch so aus unserer MUC raus. Ne? Ganz einfach beitreten, wir spawnen in der MUC des Freundes und verlassen diese MUC ganz einfach wieder auf Anhänger verlassen und zack, wir haben das Fahrzeug gezogen. Sobald wir jetzt angekommen sind, sehen wir jetzt hier das Fahrzeug von unserem Freund. Das ist das Fahrzeug von unserem Freund und wenn wir jetzt einmal unser Fahrzeug anfordern, das wir gerade gezogen haben, sehen wir auch schon, dass das Fahrzeug geliefert ist. Das heißt, wir haben das Fahrzeug vollständig gezogen und haben den GIF-Rasse-Fan-Skitch geschafft. Natürlich gibt es auch bei dem GIF-Rasse-Fan-Skitch Nachteile und zwar, dass eure MUC, wie ihr vielleicht schon bereits gesehen habt, eingelagert wurde in den Bunker. Das heißt, ihr müsst die MUC dann wieder anfordern und könnt den Glitch auch weitermachen. Was ich jetzt nicht weiß, ist, ob ihr noch verglitscht seid. Das Ganze könnt ihr austesten und am besten in die Kommentare reinschreiben, dann weiß es jeder. Das weiß ich jetzt, wie bereits gesagt, nicht, da ich den Glitch direkt gesehen habe auf YouTube und direkt für euch hochgeladen habe. Aber wenn ich es im Laufe des Tages oder im Laufe des Stundes dann weiß, schreibe ich es natürlich in die Kommentare dann ebenfalls rein. Ja? Ihr habt den GIF-Rasse-Fans jetzt aber auf jeden Fall geschafft, habt das Fahrzeug gezogen, genau das, was ihr wolltet und könnt den GIF-Rasse-Fans jetzt weitermachen. Falls ihr nicht mehr verglitscht seid, wie bereits gesagt, nochmal verglitschen, nochmal die MUC anfordern. Ganz, ganz wichtig, die MUC, bevor ihr euch verglitscht, bitte anfordern, sonst könnt ihr das nicht mehr machen. Ihr könnt, wenn ihr verglitscht seid, nicht die MUC anfordern. Ja? Das ist wichtig, dass ihr die MUC, bevor ihr euch verglitscht, anfordert. Ja, das war es jetzt im Großen das Ganze. Wenn das Ganze euch gefallen hat, lasst natürlich ein Like da und auch gerne ein Abo, falls ihr noch kein Abonnent seid. Und wenn ihr das möchtet, werdet doch gerne unser Kanalmitglied hier auf unserem Kanal. Dazu auch der Link in der Beschreibung. Ansonsten haut rein. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer CuTix.